Mein Name ist Britta Dahlberg und ich habe heute euch Beate Nimsky eingeladen, weil wir alle uns sehnen doch danach, aus alten Mustern rauszukommen. Wir haben zum Beispiel Emotionen, die uns immer wieder triggern. Kennt ihr das, wenn ihr wie angestochen reagiert, wenn ein bestimmtes Wort fällt oder eine bestimmte Situation passiert? Aber dann hinterher ärgert ihr euch, dass ihr wieder reingefallen seid. Eigentlich wolltet ihr nicht so reagieren, wie ihr gereagiert habt. Aber es bringt euch immer was aus der Ruhe. Also das nennen wir die externen Trigger, ja, Trigger Points, ja, die wirklich, wirklich lästig sind und uns das Leben schwer machen und unsere Beziehungen immer wieder unschön werden lassen, egal ob jetzt geschäftlich oder im Privaten. Eine von vielen, vielen Anwendungsformen, für die wir die sogenannten Access Bars zum Beispiel gebrauchen könnten. Aber auch weitere Themen, die uns den Alltag erschweren, haben wir vorgenommen, heute zu thematisieren. Und wie schon eben gesagt, ihr werdet alle die sogenannten Access Bars Punkte mit uns gemeinsam üben können. Deswegen nochmal der Wunsch, Bildschirm anmachen, damit Beate, unsere Referentin, die ich gleich ins Bild hole, auch sehen kann, ob ihr richtig mit uns arbeitet, weil sonst habt ihr keinen Erfolg. Und Besonderheit heute Abend, außer dass wir das machen miteinander, es dürfen sich auch Personen bewerben für eine Einzelarbeit vor der Kamera sozusagen, online. Dann könnt ihr euch schon mal ein Thema überlegen, was so euer Triggerpunkt ist, ja, was euch nervt, ja, und wo ihr gerne eine Lösung wollt. Und vielleicht ist ja Beate heute unsere Zauberkünstlerin und kann euch dabei helfen. Liebe Beate, du bist im Bild jetzt mit mir zu sehen. Herzlich willkommen. Du bist wieder bei uns, auch live demnächst bei uns in Frankfurt. Weil es gibt bestimmte Veranstaltungen, auch wenn wir viel online machen, die gibt es nur live zu erleben und live auch sind sie mit einem Zertifikat abschließbar. Es gibt nämlich einen Tageskurs mit dir, der mit einem Zertifikat dann auch endet. Das heißt, man lernt für sich, aber man lernt auch für andere diese Anwendungsform, über die wir heute reden möchten. Hast du auch eine lange persönliche Reise in vielen verschiedenen ja, Disziplinen hinter dir? Wir wollen ein bisschen von dir natürlich hören. Wir wollen herauskriegen, was dich auch so besonders macht. Ich weiß es. Wir haben ja immer die Wahl zwischen sehr vielen tollen Lehrern, die gerne zum Frankfurter Ring hier zum Programm kommen wollen. Uns gibt es seit fast 60 Jahren. Und wir haben uns nach vor gut 30 Jahren kennengelernt bei einem asiatischen Meister, der nach wie vor zum Frankfurter Ring kommt. Mantak Chia ist sein Name. Aber darüber hinaus hast du noch so viele andere Dinge in deinem Tool-Koffer und natürlich die wunderbaren Access Bars. Ich weiß, zu deinen Kursen kommen sehr viele Access Bars Kenner auch, Kennerinnen. Heute sind sicher wieder einige dabei, weil du gehörst auch in der Riege der Access Bars Trainer zu den ersten, zu den längsten und meines Erachtens auch zu den fähigsten und spannendsten, die man treffen kann. Deswegen auch euch viel Freude, wenn ihr die Beate noch nicht kennt. Macht ruhig nochmal eine Wiederholung eurer Kurse. Es lohnt sich immer, weil ihr bei ihr nochmal spezielle Kniffe kennenlernen könnt. Das haben wir auch immer wieder gespiegelt bekommen, gell, Beate, die es sonst nirgends gibt. Also, ein spannender Abend wartet auf euch und du kommst jetzt gleich in den Fokus und erzählst uns alles über die Access Bars. Danke, Beate. Danke, liebe Britta, für diese wertschätzende Einleitung. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt auch schon über 10 Jahre wieder mit dem Frankfurter Ring auf diese Art und Weise zusammenarbeite, nämlich mit den Access Bars, weil ich das schon seit über 10 Jahren jetzt praktiziere. Und davor, wie du schon gesagt hast, haben wir uns über Mantak Chia kennengelernt, genauer gesagt 1987.
Und das war auch mein erster Triggerpunkt, um überhaupt mit dem Thema der Energie mich auseinanderzusetzen, ungewollt, unbeabsichtigt und unaufgefordert sozusagen. Denn ich hatte einen sehr starken Autounfall und meine ganze Wirbelsäule war defekt. Und ich hatte Gott sei Dank in München einen Arzt, der mich, und das müsst ihr jetzt mal euch auf der Zunge zergehen lassen, 1987 mit Handauflegen, Homöopathie, Chiropraktik und ich würde schon fast sagen Geistheilung wieder aufgerichtet hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist Dr. Thomas Ortner, mit dem ich auch immer noch in Kontakt bin in München. Wir haben uns gerade vorletzte Woche getroffen und das ist so schön. Mit Mantak Chia habe ich mich ja auch getroffen mit dir und Britta. Und diese Verbindungen, diese energetischen Verbindungen, sage ich jetzt mal, sind wie eine Perlenschnur durch mein Leben. Und diese Perlenschnur reißt auch nicht ab, wenn man sie entsprechend pflegt. Und für mich war das ganz klar, Energiearbeit hat mich aufgerichtet, hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und zwar in der Form, wenn du eine hohe Energie hast, wenn du in einer hohen energetischen Schwingung bist, dann kannst du letztendlich besser, sage ich jetzt mal, deine Wünsche, deine Ziele erstens formulieren und zweitens manifestieren. Und das ist ein wichtiger Aspekt, gerade in der heutigen Zeit. Ich kriege immer wieder Anfragen so nach dem Motto, ich würde so gerne zu dir kommen, aber mir fehlt gerade das Geld. Oder ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich bin völlig verwirrt. Oder ich bin nur noch müde. Und da geht es wirklich darum, dass wir zwei Dinge tun. Erstens, etwas praktizieren, das die Energie anhebt im Körper. Und zweitens, etwas tun, das alte Muster auflöst. Und das ist ein Prozess, der parallel laufen kann. Also wir lösen auf und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr löst etwas auf und dann entsteht ja ein Freiraum. Und wenn dieser Freiraum entsteht, ist es nun mal ganz wichtig beispielsweise, mit was füllst du den auf? Und dieser Freiraum aufzufüllen, ist wiederum deine Wahl. Also was kreierst du neu? Und wenn du gelernt hast, dass du wirklich mit einer höheren Energie auch dein Leben aktiv gestalten kannst, dann kannst du diese Freiräume auch ganz klar in Richtung fokussiert ausrichten. Was ist es, was du möchtest? Und das spielt letztendlich keine Rolle, ob das jetzt der Wohlstand ist, ob das die Gesundheit ist, ob es die Beziehung ist, etc. Es ist so, dass wir tatsächlich uns selbst programmieren. Und diese Programme sind einerseits in uns gespeichert und aber auch aus der Historie von den Ahnen und Verwandten. Und genau darum geht es in Energiearbeit und auch eben bei Access Consciousness darum, dass wir das auflösen und uns mit neuer Energie auffüllen. Und mein ganzes Leben in den letzten 35 Jahren ging tatsächlich darum, mich selber immer wieder, ich sage es immer wieder, zu kalibrieren und viele verschiedene Tools zu nutzen, um tatsächlich in einer hohen Schwingung zu sein. Vielleicht wisst ihr, im Augenblick wird so viel darüber gesprochen, von dieser 3D-Dimension in die fünfte Dimension zu kommen. Und das passiert nicht einfach so, sondern das ist etwas, wo wir, jeder Einzelne für sich, energetisch in eine höhere Schwingung kommen darf, um diesen Bewusstseinsshift sozusagen hinzubekommen. Und ich sage immer, alle Tools zwischen Himmel und Erde sind erlaubt, um eine höhere Energie zu haben. Und das ist auch so der Ansatz von Access Consciousness. Und hier gehe ich jetzt einfach mal rein und werde die PowerPoint öffnen, um euch so ein bisschen auch visuellen Input zu geben. Und wir werden immer zwischen visuellem Input und einer Übung dann im Anschluss, nachdem ihr den Rahmen habt, hin und her wechseln. Also, jetzt gebe ich mal den Bildschirm für euch
zum Sehen frei. Freiheit im Kopf, Leichtigkeit im Sein, das ist das, was für mich Access Consciousness gebracht hat. Denn wenn ich zurückdenke, also gut 10 Jahre zurück, war ich so in meinem Consulting-Business, also in meinem Beratungs-Business involviert mit Vorständen, mit Großgruppenmoderation und so viele verschiedene, dass mein Kopf weiter gedacht hat abends. Und das ist etwas, was dann ich zu meinem Mann gesagt habe, weißt du, Martin, es denkt. Ich kann das hier oben nicht abschalten. Und dann ist mir Access Consciousness tatsächlich durch einen Flyer auf meinen Schreibtisch gelegt worden. Und dann habe ich gedacht, das muss ich ausprobieren. Und ich hatte eine Session ausprobiert, einen Grundkurs gemacht, in diesem Grundkurs, diesen einen Tageskurs. Und danach konnte ich schlafen. Und das war für mich das Erlebnis überhaupt, dass es endlich wieder ruhig war. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass es einfach eine riesengroße Entspannung fürs ganze System ist, wenn man mal wirklich ein paar Stunden gut durchschlafen kann. Also für mich war es der Anfang meiner Reise mit Access Consciousness. Und was mich eben berührt hat und fasziniert hat oder gefällt bei Access Consciousness ist Folgendes. Was ist der Sinn von Access? Und jetzt kommt etwas, was es nicht ist. Also der Zweck oder der Sinn von Access Consciousness besteht beispielsweise nicht darin, dass wir irgendetwas an dieser Realität, die wir gerade haben, die Matrix oder wie man sie immer nennen möchte, zerstören wollen. Weil wir haben ja einen Löschungssatz, einen Clearingssatz und dieser heißt dann ja auch zum Schluss, bist du bereit, das Thema, woran wir gerade arbeiten, zu zerstören und zu unkreieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen, wir wissen alles besser und diese Realität hat sich dadurch zu verändern, sondern dieses Zerstören und Unkreieren ist die Kette von anhaftenden Emotionen aus deiner individuellen Vergangenheit, die dann aber auch gleichzeitig im Kollektiv gelöscht wird. Der Zweck von Access besteht auch nicht darin, diese Realität zu bekämpfen. Und das ist so wichtig. Bei Access gibt es einen Satz, der zum Beispiel heißt, alles im Leben kommt zu dir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und mir hat mal jemand gesagt, naja, alles, was zu mir kommt mit Freude, ist ja gut. Also ich nehme gerne alle Dinge an in Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir auch die kritischen Dinge, die auf uns zukommen, in Freude und Leichtigkeit, vor allen Dingen in Leichtigkeit nehmen können, um sie über den Zugang zu unseren Möglichkeiten, die wir im Kosmos sozusagen haben, zu verändern. Also verändern, transformieren und nicht bekämpfen. Denn in dem Moment, wo du gegen etwas kämpfst, gibst du dem deine Lebensenergie. Und dadurch wird es nicht verändert, sondern es bleibt letztendlich stabil. So, was auch nicht der Zweck ist, die Falschheit dieser Realität zu sehen, so nach dem Motto, es ist ja alles Mist, sondern zu wissen letztendlich, wir haben alle diese Realität, die wir im Augenblick haben, mit kreiert, mit erschaffen. Und daher, wenn wir sie mit erschaffen haben, was können wir? Sie umwandeln. Und wir wollen auch nicht diese Realität in Ordnung bringen. Nein, wir wollen ja auch nicht auf dieser 3D-Matrix-Realität sozusagen weiter agieren, sondern wir sind Schöpfer. Und deswegen besteht der Sinn und Zweck von Access darin, eine andere Realität zu kreieren. Und jedes Tool, was wir haben, die Bars, der Clearingssatz,
die Körperprozesse in der Foundation, also in dem Viertageskurs und, sind dazu angelegt, die Realität zu erschaffen, die jetzt für jeden von uns stimmig ist. So, und der Zweck von Access besteht darin, die Welt als eine größere Fülle von Wahlen und Möglichkeiten zu kreieren. Damit die gesamte Menschheit sich entfalten kann. Und Access möchte auch dich zu dem ermächtigen, was du weißt und was du bist. Der Satz von Access Consciousness heißt ja auch Empowering people to know that they know. Also Menschen befähigen, zu wissen, was sie wissen. Das heißt, wenn wir unseren Seelenaspekt nehmen, unsere Seele weiß alles. Es ist nur zugepflastert letztendlich. Und diese Tools sollen uns helfen, diese Verschüttungen oder die Überschüttungen sozusagen zu öffnen und freizulegen. Und Access möchte, dass wir alle glücklich werden und glücklich bleiben. Und dazu helfen als erster Einstieg in Access Consciousness Tools die Access Bars. Und der Begründer ist Gary McDouglas, der das schon vor mittlerweile 28 Jahren ins Leben gerufen hat. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, woher kommen die Punkte? Wie hat er das gemacht? Und die Geschichte ist sehr einfach und sehr spannend. Er war ein Medium und er hat auch viele, viele Jahre mediale Durchgaben für andere Menschen bekommen und weitergegeben. Und das allererste Buch, was er zum Beispiel auch veröffentlicht hat, ist auch eine mediale Durchgabe. Das erste Buch, was kam, war Wie du zu Geld wirst, How to Become Money. Das war ein komplett gechanneltes oder ist ein komplett gechanneltes Buch, ich glaube sogar aus den 80er Jahren. Und er hatte eines Tages die Information, er soll zu einem Chiropraktiker gehen. Da hat er gedacht, was soll ich da? Mir geht's doch gut. Und als er bei dem gekommen ist, kriegte er wieder die sogenannten Downloads und ihm wurden diese Punkte gezeigt, die er notieren sollte und die eine bestimmte Bezeichnung hatten, etc. Und als er dann fertig war, hat er gesagt, oh, das war aber jetzt eine tolle Session. Und dann kriegte er wie einen Klaps auf den Hintern, sage ich jetzt mal. Und dann hat die geistige Welt zu ihm gesagt, go to work. Also mach dich an die Arbeit. Und er hat tatsächlich diese Punkte wie ein Start-up-Unternehmer mit vielen Menschen in einem kleinen Raum bei sich damals ausgetestet. Sie haben herausgefunden, welche Wirkung ist darunter, wie wirkt das, was muss ich machen, etc. etc. Und so sind diese Punkte entstanden. Und egal wie häufig reingefragt wird, diese Punkte haben sich über die ganzen Jahrzehnte nicht verändert. Und als Tandem kann man sagen, ist der Dr. Dane hier dazugekommen, einige Jahre später, aber der ist jetzt auch schon über 20 Jahre dabei, ich glaube schon 25, der Gary jetzt schon fast 30 dann. Und Dane hat über, dadurch, dass er Chiropraktiker war auch, aber es war nicht der, bei dem der Gary damals war, die Art mit Körper zu arbeiten noch integriert und dadurch haben die sehr viel weitere Dinge entwickelt. Aber der Start, wie gesagt, sind die 32 Punkte am Kopf, die wir Bars nennen. Und ich bin immer wieder gefragt worden, auch kürzlich von der Britta, was heißt denn Bars? Und wenn du Bars im Lexikon nachschaust, im englischen Übersetzung, dann heißt das Gitter. Und du kannst dir vorstellen, du hast Gitter hier überall, in alle möglichen Richtungen. Und für mich ist es immer so ein Bild, als würde man in einem Gefängnis hinter Gittern sitzen. Und die Bars, wenn wir die lernen und diejenigen auch bekommen, befreien wir uns sozusagen aus diesen Gittern. Also als würde man so tatsächlich
die Stäbe auseinanderziehen und du kommst mit deinem Kopf und mit deinem Sein wieder in die Freiheit. Das ist für mich so das Bild für die Bars. Und hier sind die 32 Punkte oder die meisten davon. Und ihr seht hier, sie sind natürlich auch an Bereichen, wo ganz normale Meridiane verlaufen, aber sie sind weder Druckpunkte noch sind es Meridianpunkte. Natürlich gibt es Überschneidungen, sondern es sind tatsächlich spezielle Einprägungen auch in unserem Kopf, die wir über die Fingerspitzen sehr, sehr gut ertasten können. Also Gary sagt öfters, also es ist so, als wären unsere Finger letztendlich für diese Punkte am Kopf gemacht, weil wenn man damit arbeitet und sie aufruft in einer Session und du gibst jemandem die Bars, dann ist es wirklich so, dass deine Finger dorthin geleitet werden. Das ist also sehr spannend. So, und was ihr seht, eines für mich ist immer meine interessante Ansicht, wenn ich hier spreche, was für mich ein ganz wichtiger Bereich ist, ist hier das Thema hinter dem Ohr, da gibt es diesen verlaufenden Knochen. Und der Knochen, wenn ihr euch da, wir machen das nachher noch, wenn ihr euch den Knochen später findet und mit den Fingerspitzen dann noch ein Stück hinter den Knochen geht, dann habt ihr so eine Vertiefung. Und das Band der Implantate ist beispielsweise ein Bereich, wo alle Glaubenssätze gespeichert sind, was man sozusagen tut. Also, was muss eine Frau machen? Was muss ein Mann machen? Was sind die Regeln, an die du dich halten musst? Also alle Gebote und Verbote sind dort letztendlich verankert. Und vielleicht ist jemand unter euch, der auch mal in seiner Kindheit von jemandem gehört hat, aus Eltern oder aus der Schule, schreib dir das hinter die Ohren. Und genau das ist der Punkt. Schreib's dir hinter die Ohren. Das ist die Einprägung. Das ist eigentlich, wenn man so will, eine sehr brutale Herangehensweise, uns zu implantieren. Also implantieren mit Mustern und Glaubensmustern, die mit uns letztendlich als unsere inkarnierte Seele nichts zu tun hat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass dieses Implantat oder diese Implantate über alle Punkte hinweg ja nicht nur deine eigenen Vorstellungen sind, sondern wirklich die Überlieferungen der Eltern, der Großeltern, der Urgroßeltern und so weiter und so fort. Und sogar diejenigen, die sich mit der Ahnenforschung beschäftigen, wissen, dass wenigstens bis in die 14. Generation solche Übertragungen wirken. Also gerade kürzlich habe ich über USA eine Studie mitbekommen, die mit Mäusen gemacht wurde. Und da ist eine Maus letztendlich, ihr kennt die Studien, die kriegen dann Elektroschocks, während sie was zu essen kriegen. Und das ist auch mit über Geruch, ich glaube, mit einer Himbeere oder mit einer Erdbeere oder was in Berührung gewesen. Und jedes Mal, wenn die Erdbeere kam und sie essen oder riechen wollte, kam dieser Elektroschock. Und dann hat man diese Mausgeneration sozusagen verfolgt und jeder Generation diese Erdbeere unter die Nase gehalten. Und das Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel, also 14. Generation, hat tatsächlich genauso noch reagiert wie die erste Indoktrination. Und so können wir uns das vorstellen, dass das eine Information ist. Es ist ja nicht was Physisches, sondern es ist eine Information, die wir über Generationen in uns eingespeichert bekommen haben. Und wenn wir die auch vorgelebt bekommen haben von unseren Eltern, dann übernehmen wir die, weil als Kind vom Null, also Mutterleib, bis zum dritten Lebensjahr ist unser Gehirn so offen, dass es alles ungefiltert aufnimmt. Und da beginnen dann auch jetzt in dieser Inkarnation letztendlich wieder die Prägungen. Also hier haben wir das Band der Implantate, dann haben wir hier im Hinterkopf das Kraftband. Da ist unsere Urpower sozusagen drin, wenn wir Power brauchen.
Du hast aber auch hier zum Beispiel diesen Geldpunkt, den werden wir nachher machen. Also wir werden nachher das Band Implantate machen, wir werden den Geldpunkt machen. Was ich auch für heute herausgefunden habe, was wir machen, sind diese beiden, das Thema Zeit und Raum. Also das bedeutet hier zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Halte ich an der Zeit fest oder kann ich auch loslassen? Glaube ich daran, dass ich alles in einer gewissen Zeit komprimieren muss, dass alles lange dauert, etc. etc. Also diese Bereiche werden wir auch machen. Und wir werden einen Bereich hier am Kopf machen, der ist jetzt hier nicht aufgeführt unter den Punkten. Der hat etwas mit Altern und mit Gesundheit zu tun. Und wie ihr hier seht, Güte, Dankbarkeit, Frieden und Ruhe, Form und Struktur, Heilung, Hoffnungen und Träume, Kommunikation, Wahrnehmung, Kontrolle. Also ganz, ganz viele Punkte, die ja ständig in unserem Leben wirken. Und ihr müsst euch jeden einzelnen Punkt so vorstellen, als wäre er ein Computerchip. Und dieser Computerchip hat eben jetzt über Generationen diese Informationen und ist voll. Und somit, wenn er voll ist, kann natürlich nichts Neues rein. Und das ist immer der Zeitpunkt, wenn wir mit Menschen arbeiten. Vielleicht kennt es auch der ein oder andere von euch, der jetzt hier dabei ist. Wenn wir mit Menschen arbeiten, dann gibt es doch manchmal so einen Punkt, wo ihr immer ein Ja, aber kriegt. Ja, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Das heißt, da ist alles so gefüllt, dass der Raum gar nicht mehr da ist, um was Neues aufzunehmen. Und das ist okay, wenn jemand voll ist, ist er voll. Und die Bars helfen durch diese Berührung dabei. Das ist eine ganz sanfte Berührung. Du wirst es nachher merken, die du selber machen kannst. Und wenn du sie bei einer Person machst, ist sie das 100, 200, 300-fache intensiver. Und diese Berührung mit den Fingerkuppen hilft, dass die Information aus diesen einzelnen Punkten herausgelöscht wird. Das heißt, du löschst die alten Files, du löschst die alten Programme, weil du sie nicht brauchst. 99,9% dessen, was du im Augenblick glaubst oder denkst, ist Überlieferung. Und wenn du die Dinge sukzessive von dir rauslöst, dann kommst du in die Lage, dass du selber kreativ neu denkst, vielleicht über Grenzen hinweg anfängst zu denken. Und ich freue mich drauf, das werden wir nachher machen. Aber jetzt gibt es noch einige Informationen vorab. Wenn wir also die Bars jemandem geben, eine Bar-Session, wenn ihr an diesem Samstag, den wir miteinander arbeiten, im Dezember da seid, dann ist eine Session ungefähr 40, 45 Minuten. Wenn man sie, weil wir vier Sessions machen an dem Tag, wenn man sie mit einem Klienten macht, dann ist sie eine gute Stunde oder eine Stunde 15. Und hier habe ich mit dem Dr. Klaus Harald Zölzer aus der Frankfurter Region zusammengearbeitet. Und der hat dieses Diagnostiksystem. Und wir haben den Kopf sozusagen, den Körper und alles, was so zu vernetzen sozusagen war, zu verkabeln war, gemacht mit diesem System. Und dann kam heraus, das war die Gehirnaktivität vor einer Bar-Session. Und da seht ihr viele rote Bereiche. Und dieses dunkle Rot ist eine Hyperaktivität. Das ist genau das, was ich wahrscheinlich im Kopf hatte und der ein oder andere auch, wenn man einfach nicht zur Ruhe kommt. Das ist dieses Machen, 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 Machen. Und nach der Exzessbehandlung seht ihr diese Farben. Und dieses Blau, Blau-Grün zeigt immer, dass du in einer totalen Entspannung bist, dass du mit der Frequenz des Universums gleich schwingst. Das heißt, das ist die Kohärenz und in diesem Moment ist eine Regulationsfähigkeit des gesamten Organismus ist möglich und man kann das eben auch bezeichnen, in dem Moment, wo das im Gehirn stattfindet, dass die Selbstheilungskräfte wieder mehr aktiv werden.
Und das ist natürlich was Wunderbares. Und das kann nach einer Session passieren, dass sich komplett irgendwas im Leben eines Menschen verändert und auflöst. Ja, also das ist das eine Bild. Das andere Bild, was mich so fasziniert, jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, das ist die gleiche Messung, weil wir da ja eben auch die Finger und alles verkabelt haben. Und da seht ihr, hier werden die Meridiane gemessen, vor einer Session, nach einer Session. Und wenn ihr jetzt sagt, also vor einer Messsession war der Lungenmeridian mit 58% Energie versorgt, nach der Session mit 92. Der Dickdarm mit statt 60 mit 82. Und so könnt ihr das durchgängig sehen, Dünndarm von 31 auf 62 etc. Das heißt also, das gesamte System, der ganze Körper wird dadurch behandelt. Und das ist das Phänomen. Also es ist nicht nur eine Kopfsession, sondern es geht tatsächlich in das ganze System hinein. So, und wenn wir mit den Energiebahnen voll im Saft stehen, dann sind wir natürlich auch leistungsfähig, dann sind wir munter, dann sind wir fit, dann bleiben wir jung, ja. Also all das sind dann letztendlich Resultate daraus. Was auch noch genial ist, wenn ihr das seht, die gerontologische Kurve. Das heißt also, man kann hier messen, was ist das tatsächliche Alter und was ist das biologische Alter. Und das tatsächliche Alter von dieser Person hier war jetzt zum Beispiel 52 und nach der Behandlung war ihr biologisches Alter 49. Sie ist also um 3 Jahre verjüngt. Und hier sieht man sogar die Ausprägung mit minus 18. Das heißt, hier war eine Person, die das biologische Alter richtig verjüngt hat nach einer Session. Dann werde ich immer gefragt, okay, Beate, wie lange hält es denn an? Meine Erfahrung ist, dass eine einzige Session, eine einzige Session, eine Nachwirkung hat ungefähr, kommt immer darauf an, wie der Mensch natürlich arbeitet und so weiter, aber zwischen 2 und 4 Wochen. Und dann flacht es wieder ab. Also ich hatte mal eine Bekannte, der habe ich zwischen 2 Kosmetik-Sessions, die sie geben musste, nur 20 Minuten 3 Punkte gehalten. Band der Implantate und ein Stresspunkt und noch einen anderen. Und dann sagte sie, Beate, ich war eine ganze Woche gechillt, relaxed und happy. Also das nur bei 20 Minuten. Und somit ist natürlich jeder sehr unterschiedlich unterwegs. So, und was natürlich dann auch noch da ist, das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn dein Körper voller Energie ist, dann strahlst du natürlich auch aus. Ja, hier war die Ausstrahlung in diesem Aura-Bild 67% und nach der Session war die Aura zu 90% ausgedehnt. Also alles nach ungefähr einer Stunde. Und wenn ihr das nehmt, und ihr sagt, mein Gott, ja, ich möchte was in meinem Leben verändern, ich möchte was anderes machen oder ich möchte einen Vortrag halten oder ich möchte um eine Gehaltserhöhung bitten oder, dann seid ihr umso wirkungsvoller, je energetischer ihr seid, weil eure Absicht gepaart mit dieser Energie in den Raum und in die Verhandlung oder auf die Bühne oder in den Zoom, wo auch immer, mit hineinkommt. Und somit könnt ihr etwas anderes bewirken. Also gibt es eigentlich keinen Grund, Energiearbeit nicht zu machen. So, warum ist das so? Vielleicht noch mal einen kurzen Einblick in unser Gehirn. Wenn wir hier das Gehirn sehen, dann haben wir hier das Stammhirn und hier oben drüber ist der Thalamus. Und dieser Thalamus ist praktisch ein Tor. Der Thalamus ist auch gleichzeitig hier mit anderen Drüsen und mit unserem Scheitel oben verbunden. Es ist wie eine Antenne ins Universum. Und darüber kommt diese Frequenz in dieser ruhigen Situation, wenn du die Bars im Liegen bekommst. Und dann kommt es immer darauf an, wie gut kannst du dich darauf einlassen und wie gut kannst du empfangen. Es geht tatsächlich ums Empfangen, also um die Frequenz des Universums zu empfangen.
Und je mehr du davon, ich sage jetzt mal, aufnehmen kannst, desto intensiver ist die Wirkung über das gesamte Nervensystem, ja, also vom Thalamus hinein in die gesamte Wirbelsäule, ins Stammhirn, ins Kleinhirn nach hinten, in die Wirbelsäule. Und von der Wirbelsäule und von den Nerven geht diese Information des Universums sozusagen über alle Nervenbahnen in alle Organe hinein und somit natürlich auch in die Meridiane. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr seid dann total verbunden. Was gibt Schöneres? Und ich sage immer, und ich habe es noch nie gemacht, vielleicht mache ich es mit euch, wenn ihr am Dezembertermin dabei seid, eine Vorher- und Nachher-Fotografie. Denn wenn ihr nach einer Stunde Session euch wieder aufsteht, ist das Gesicht verändert, ist unglaublich viel Entspannung drin. Ja, und das Schöne ist, wenn ihr diese Sessions jemandem gebt, wirken diese Punkte bei euch genauso. So, was kann es letztendlich in deinem Leben als Auswirkung haben? Du erkennst besser, schneller oder intensiver oder genauer deine eigene Richtung. Also es wird dir ganz, ganz viel klar, wo du dann plötzlich sagst, ja, will ich, oder wo du sagst, mit mir nicht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Warum kannst du das? Weil alte Muster von dir abgefallen sind, alte Glaubensmuster von dir abgefallen sind, die überliefert waren und die tatsächlich mit deinem freien Willen nichts zu tun hatten. Was kann noch passieren? Du stehst auf und du spürst, ich bin unendlich. Ja? Du spürst in dich hinein, du empfindest deine wahre Größe, du kannst dich ausdehnen, ja, du bist einfach im Raum wesentlich größer. Was kann noch passieren? Du nimmst deinen Körper anders wahr. Ich sage auch in jedem Kurs und immer, immer wieder, und ich werde nicht müde, sprecht mit eurem Körper. Der Körper hat so eine hohe Intelligenz, der weiß genau, was er braucht. Und ihr seid immer zu zweit. Also der Seelenaspekt und der Körper. Ihr seid immer ein Tandem. Und daher ist dieser Dialog mit dem Körper so wichtig. Und wenn mit dem Körper mehr gesprochen wird und die Energie sich dort wandelt, dann könnt ihr auch wahrnehmen, wie sich der Körper wandelt. Also es gibt Menschen, die werden schlanker, es gibt Menschen, die sehen jünger aus, es gibt Menschen, die werden beweglicher. Also alles ist möglich. Und was auf jeden Fall auch ganz tiefgreifend ist, dass du mit den Bars dein inneres Wissen aktivierst, weil du tatsächlich Altes loslässt. Und besonders ist wichtig zu wissen, du musst nicht wissen, was du loslässt. Also wir müssen da nicht hingehen und sagen, und was war dann, und was war dann, und was war dann, so ein Stückchen nach dem anderen auflösen. Nein, du kannst etwas loslassen, was du gar nie, nie, nie mit deinem Verstand überhaupt ansteuern könntest, weil es eben hunderte Jahre zurückliegt. Und das wird mit den Bars und mit dem Löschungssatz von Access Consciousness kombiniert erreicht. Ein Teilnehmerfeedback, bevor wir dann in die Übungen gehen, ist zum Beispiel, Monika Troll hat damals gesagt, sie hat 4 Barskurse genommen und hat jede Woche eine Barsession bekommen und nach einigen Monaten war ihr Bypass nicht mehr notwendig. Jemand anders sagt, die Elke, ich wache fröhlich auf und es geht mir gut. Die Neurodermitis ist verschwunden von der Ina Stadler. Also das dürfen wir alles hier offen zeigen. Meine Wahrnehmung hat sich erweitert von der Waltraud, ein generell neues Lebensgefühl. Narben verschwinden, mehr Klarheit, weniger Ängste, keine Depressionen mehr. Und was hier so eine schöne Aussage war, mehr Kreativität und weniger Recht haben müssen. Und genau darum geht es auch.
dass wir das, was wir geglaubt haben, was richtig ist oder falsch, dass wir das auch loslassen. Weil es ist, wie es ist. Und wenn jemand die Ansicht hat, dann ist es eine interessante Ansicht, genauso wie meine. Und dann kommt es immer darauf an, was machen wir damit, mit diesen Ansichten, die dann im Raum sind. Ja, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir probieren jetzt aus. Okay? Seid ihr bereit? Wir machen als erstes, ich zeige es euch hier, dann mache ich das Bild wieder weg und zeige es bei mir nochmal in Großaufnahme oder wie auch immer ihr mich, dann seht ihr mich größer und ich kann euch sehen. Und ich werde jetzt jedes Mal, wenn wir jetzt die Punkte machen, den Clearingsatz dazu sagen und mit euch eine Weile einfach auch, wenn ihr wollt, mit geschlossenen Augen spüren und euch dann hinterher einladen, in den Chat zu schreiben, was so wahrgenommen wurde eurerseits. Also das Band der Implantate ist der Knochen hinter beiden Ohren, ist nicht nur eine Seite, sondern beide Seiten. Und ich mache es dann gleich nochmal ein Großbild. Du nimmst letztendlich die drei Finger hier, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, und gehst von deinen Ohren nach hinten zu diesem dicken Knochen und gehst über den Knochen hin weg. Jetzt gehe ich mal raus aus der Freigabe, damit ich euch sehe. So, sind alle da? Ja. Okay, also ihr nehmt die Mittelfinger, Ringfinger, Ringfinger, Zeigefinger. Ich zeige es hier nochmal. Hier ist der Knochen und ihr geht mit den Fingern hier nach hinten, hier rein in die Kuhle. Okay? Also jetzt alle mal ganz entspannt, also nicht anspannen hier oben, sondern bleibt entspannt. Tiefen Atemzug. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen schließen. Tut die Finger einfach ganz leicht, nicht drücken, sondern nur ganz leicht da drauflegen. Und ich sage jetzt Folgendes: Band der Implantate, Band der Implantate, Band der Implantate, Lauf. Und jetzt sage ich den Clearingsatz: Right and wrong, good and bad, hot and pock. All nine, Shorts Boys, Hoverts and Beyonds. Ganz einfach tief dabei einatmen, ausatmen, einfach spüren, deine Fingerspitzen spüren. Je leichter du sie drauflegst, desto mehr kannst du wahrnehmen bei den Fingerspitzen. Und im Kurs sage ich dann auch, wenn man merkt, dass die Fingerspitzen anfangen zu kribbeln oder warm zu werden, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass was abfließt. Wenn man nichts merkt, wenn alles still bleibt, dann ruft man den Punkt oder den Baspunkt sozusagen nochmal auf. Also dann sagt man nochmal Band der Implantate, Band der Implantate. Und dann sagst du nochmal den Löschungssatz. Right and wrong, good and bad, hot and pock, all nine, Shorts Boys, Hoverts and Beyonds. Und erlaubt, dass einfach abfließt, was jetzt abfließen möchte. Und spür mal hinein, ob du vielleicht tiefer atmen kannst oder ob irgendwas in deinem Kopf sich verändert oder im Atmen oder im Inneren. Und dann nimm einen ganz tiefen Atemzug und lass die Hände wieder los, die Arme wieder runter. Jemand schüttelt die Hände aus.
War das jetzt, weil es hier oben wehgetan hat oder weil zu viel Hitze war? Was habt ihr erlebt? Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben? Habt ihr Wärme an den Fingern gespürt? Was habt ihr gespürt? Was spürt ihr jetzt im Nachhinein? Das waren jetzt ja nur 2 Minuten. Normalerweise hält man dieses Band der Implantate, wenn man eine Session gibt, dann auf jeden Fall 10 Minuten. Also schreibt einfach mal rein. Ich fände es toll, wenn wir Feedback haben zu den Übungen, was da reinkommt. Hitze, Wärme und Kribbeln. Okay, es kamen Kopfschmerzen. Leichtes Kribbeln, Kribbeln. Der Kopf wurde leichter. Pulsieren. Ja, ebenfalls Hitze, aber nur rechts. Kribbeln in den Fingern, Wärme und Kribbeln. Wärme und Ticken im rechten Ohr. Schmerz hat sich in die Mitte des Kopfes verlagert. Danach wurde es ein bisschen leichter. Okay, also super. Also wenn beispielsweise schnell warm geworden, aber nur rechts, kribbeln bis in die Arme. Super, super. Also ihr seht, 2, 3 Minuten, da könnt ihr euch das schon selbst geben. Also der Energiefluss schreibt hier auch Ilka. Vielen Dank. Ihr könnt euch das selbst geben, weil ihr seid ja immer zu zweit. Also euer Innerstes und der Körper. Und wenn jetzt, wie jemand geschrieben hat, es kam ein Kopfschmerz, dann kann das sein, wenn mehr Energie in euer System kommt und es gibt in irgendeiner Form einen Bereich, wo eine Verspannung ist, wo eine Blockade ist, dann müsst ihr euch das so vorstellen, dass dieses Mehr an Energie oder die höhere Frequenz wie so eine Blockade dran pumpt. Okay? Und das ist dann in dem Moment auch ein Schmerz, weil die Energie da durch möchte. Und in dem Moment, wo sie durchgeht, löst sich das meistens auf. Und dann kann es sein, dass komplette Wärme durch den Körper rauscht oder ein Frieren oder ein Schütteln oder irgendetwas in der Richtung. Ja? Also alle Sensationen, die dann kommen, einfach mal so betrachten und sagen, okay, was macht mein Körper jetzt damit? So, das ist ja schon mal sehr, sehr cool. Nach 2, 3 Minuten so viele Resonanzen. Dann machen wir direkt weiter. Habt ihr Lust weiterzumachen? Könnt ihr den Daumen mal hochheben? Interessiert euch das? Okay, super. Dann habe ich mal so ein bisschen Feedback. Sehr cool. Dann gebe ich mal wieder den nächsten Bildschirm frei für die nächste Runde. So, das ist jetzt das Band der Implantate haben wir gemacht. Als nächstes lade ich euch ein für Zeit und Raum und Kommunikation. Also zunächst erst nochmal Zeit und Raum bedeutet, alles, was wir glauben, in einer bestimmten Zeit erledigen zu müssen. Oder alles, worüber wir denken, wow, das dauert aber zu lange. Oder ein Buch zu schreiben, wow, das braucht aber Zeit. Und das sind sozusagen Muster, die uns auch häufig daran hindern, überhaupt etwas zu machen. So nach dem Motto, oh, das dauert so lange, da fange ich gar nicht erst mit an. Ja? Als ich mein drittes Buch geschrieben habe, das zeige ich euch gleich, hatte ich auch so die Idee gehabt, Menschenskind, da muss ich wieder einen Verlag nehmen und dann dauert es ein Jahr, bis der überhaupt Zeit hat, das zu verlegen. Und dann, also weißt du, einfach so die Überlegung in die Zukunft, oh, dann muss ich den Prozess machen und den Prozess. Ja, was macht das mit uns? Das reduziert ja die Freude des Kreativen. Und damals habe ich dann gesagt, oh, nee, okay, dann mache ich selber ein Buch im Verlag, verlege es im BOD, also Books on Demand, und dann bin ich diejenige, die das kreiert. Und damals habe ich auch zum Gary Douglas, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, in Australien war ich da gesessen und dann habe ich gesagt, Gary, ich habe mir jetzt so viel in mein Buch reingeschrieben an kreativen Ideen. Jetzt habe ich das Gefühl, A, es ist A, viel zu viel, was ich mir da aufgeschrieben habe. Das schaffe ich ja nie. Und B, wenn ich das jetzt anfange, A, glaube ich nicht, dass ich die Zeit habe und B, dass es zu lange dauert. Und er sagte dann zu mir tatsächlich, lade ich euch ein zu übernehmen, alles, was du kreierst,
ist wie eine eigene Wesenheit. Und wenn du jetzt zum Beispiel 5 Ideen hast, schreib die in dein Buch auf oder in ein Heftchen, was auch immer du bei dir trägst. Und dann frag diese Idee, wann möchtest du in die Umsetzung? Wann möchtest du verwirklicht werden? Und das habe ich dann genauso gemacht. Und als ich nach Australien zurückkam, wusste ich, ich muss als allererstes ein Video machen, ein YouTube-Video, was ich in YouTube hochlade, über die Bars, über die Punkte. Und im letzten Bars-Kurs in Frankfurt kamen 2 Teilnehmerinnen, haben gesagt, boah, du hast so ein tolles Video gemacht, deswegen sind wir jetzt hier. Und dann habe ich gedacht, was habe ich da für ein Video gemacht? Und dann bin ich auf den YouTube-Kanal und habe danach geguckt. Und wisst ihr was? Dieses Video hat mittlerweile 52.000 Leute erreicht. 52.000 Klicks waren da drauf. Und ich habe gedacht, es dauert alles zu lange. Ja. So, und das ist das, wenn ihr jetzt irgendein Thema habt, wo ihr denkt, oh, das dauert zu lange, das gehe ich gar nicht an, dann denkt in dem Moment, wo wir jetzt den Punkt halten, einfach daran. Und der zweite Punkt hier in Richtung Kommunikation, der ist einfach der, wie wir miteinander kommunizieren. Und dass es so große Glaubensmuster gibt, dass Kommunikation nur sprachlich ginge und nicht energetisch. Und die erste Sprache ist die Sprache der Energie. Und wenn wir hier auch wieder loslassen und uns dafür öffnen, dass wir uns energetisch auch austauschen können und dass du energetisch viel mehr wahrnimmst, dann hast du noch ein größeres Spektrum an Kommunikation. Und das sind diese 2 Punkte. Und ihr seht sie, sie sind hier an der Schläfe, aber im Haaransatz. Und ich möchte euch bitten, ihr kennt ja hier den Punkt, das ist der Heilungspunkt oder wo man sich automatisch die Schläfen mal reibt. Den kennt ihr, ne? Nehmt da mal an diesem Punkt die 2 Finger, Zeigefinger und Mittelfinger. Und dann geht von diesem Punkt aus leicht schräg nach oben in den Haaransatz hinein. Und wenn du da so hoch fährst, schließt die Augen und nur ganz leicht am Haaransatz. So ganz leicht hier rein am Haaransatz. Meistens da, wo so eine Ecke ist, am Haaransatz. Geh mal ganz leicht rein, dann wirst du spüren, dass du mit deinen 2 Fingern hier in eine Kuhle reinkommst. Ja, so ganz leicht. Silvio, ein bisschen weiter runter. Ich sehe das. So ein bisschen weiter runter, ja. Und die Jacqueline ein bisschen weiter in den Haaransatz hinein, denke ich. Ja. Snevana, ja, passt. Kerstin sehe ich nicht genau. Petras, ja. Petra, Michelle kenne ich. Willi, passt. Ja. Okay. Also, haltet es einfach, macht euch bequem. Vielleicht tut ihr euch einfach die Arme so ein bisschen an den Körper ran, damit ihr euch nicht verspannt. Und jetzt rufe ich die beiden Punkte auf, wie eben auch. Mal tief durchatmen, loslassen. Ihr denkt an das, was ihr eigentlich kreieren wolltet, schon ewig und vor euch hergeschoben habt. Zeit und Raum, Kommunikation, Zeit und Raum, Kommunikation, Zeit und Raum, Kommunikation. Right and wrong, good and bad, hot and pock, all 9, shorts, boys, forwards and beyonds. Und du darfst einfach ausatmen und loslassen. Und alle Ansichten, die du bisher hattest über Zeit und dass Zeit etwas ist, was du einhalten müsstest, oder dass Zeit etwas ist, was du hast oder nicht hast, und alles, was damit in Verbindung steht, dass du glaubst, irgendwas geht zu lange oder nicht schnell genug. Und alles, was das ist, erlaube einfach, dass das jetzt abfließt, dass du es loslässt. Sodass das, was du kreieren möchtest, im Raum entsteht, im richtigen Timing, also in dem richtigen
richtig in Anführungszeichen, in dem stimmigen Moment. Zeit und Raum, Kommunikation, Zeit und Raum, Kommunikation, Zeit und Raum, Kommunikation. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine. Shorts, boys, poverts and beyonds. Und ganz loslassen, ganz entspannen. Stell dir vor, dass alles abfließt, was dich zeitlich stresst oder gestresst hat. Oder wo dich jemand unter Zeitdruck setzen möchte, dass du irgendetwas zu einer gewissen Zeit erledigen müsstest. Lass alles abfließen. Okay, und dann nimm einen ganz tiefen Atemzug, öffne die Augen und komm wieder hierher zurück. Und sollte jemand anfangen müssen zu gähnen, dann ist es genau das Zeichen, dass da ganz viel losgelassen wird, dass da ganz viel rausgeht. Erlaubt euch zu gähnen. Ist nicht wegen der Uhrzeit am Abend, sondern es ist, weil einfach etwas abfließt. Und jetzt bitte mal wieder euer Feedback. Ich lebe von eurem Feedback. Was habt ihr erlebt? Ich werde gefragt von Silvio und Jacqueline, was bedeutet der Satz? Das kann ich gerne gleich erklären. Mache ich sehr, sehr gerne. Oh, ihr habt Pulsieren gespürt. Sehr schön in den Händen wahrscheinlich. Manchmal spürt man das dann auch am Kopf. Und gähnen, genau. Schläfrig. Hitze wie Strom in den Fingern. Sehr entspannend. Ja, ihr fühlt euch entspannt, gähnen, Erschöpfung. Linke Seite schmerzte und dann wurde ich müde. Ja, also es ist auch so, die Heilungsenergie, die sich aktiviert über sowas, kann auch deswegen müde machen, weil das Meer an Energie dann zu den Stellen im Körper hinfließt, die geheilt werden möchten. Und das ist das, was wir dann eben auch unter Spontanheilung oder grundsätzlicher Heilung verstehen. Was, wenn ihr Energiearbeit macht oder jetzt diese Auflösungsarbeit und dann geht, könnt ihr euch vorstellen, du löst was auf, es geht was raus aus deinem Körper und dann wird Energie, die dort festgesetzt ist, freigegeben. Und diese befreite Energie bahnt sich den Weg zu den Stellen, die geheilt werden müssen. Und die Heilung braucht dann eben die ganze Aufmerksamkeit. Und Heilungsprozesse machen auch müde. Also, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Krankheit habt, lasst euch die Bars geben und schlaft ohne Ende, weil das ist das Beste, was ihr machen könnt für die Heilung. Ja? Annette sagt, leichter spüre das Kraftband. Annette, wo bist du? Sehe dich jetzt gerade nicht, aber ich gucke mal auf der anderen Seite. Ah, ja, sind zu viele und zu viele ohne Bild. Ah, da ist die Annette. Okay, Annette, dann kennst du wahrscheinlich schon mehr davon. Gut. Okay, super. Also, ich hätte noch zwei. Seid ihr noch, habt ihr noch Lust darauf, auf die nächsten zwei? Okay, dann schlaft ihr heute alle wie Babys. Okay, ich sage ganz mal kurz, Silvio und Jacqueline haben gefragt, was ist das, was du für einen Satz sagst? Ich habe den auch nachher nochmal eingeblendet, aber ich erkläre ihn gerne jetzt vor der nächsten Runde und vor der nächsten Erklärung. Der Satz ist der Löschungssatz von Access Consciousness und dieser Löschungssatz bewirkt, dass, wenn du ein bestimmtes Thema aufgerufen hast, so wie wir jetzt zum Beispiel aufgerufen haben, dass du das, was du an Zeitdruck hast, loslassen kannst, dann ist das Zeitdruck ist dann das Thema. Und wenn wir dann sagen, den Löschungssatz, dann geht die Energie des Löschungssatzes an die Stelle hin, wo das Thema Zeitdruck
irgendwann in deinem Leben oder davor angefangen hat, dich zu blockieren. Und somit hat dieser Löschungssatz die Absicht, an die Wurzel der Ursache zu gehen, auch wenn wir nicht wissen, wo die Ursache liegt. Also ihr könnt es so euch vorstellen, es bahnt sich selber den Weg. Und daher ist es auch so, wenn wir mit diesen Bars und mit den Access Tools arbeiten, dass es dir vorstellen kannst wie so eine Zwiebel. Ja, manchmal ist sofort alles aufgelöst und manchmal hast du verschiedene Schichten, die sukzessive abgetragen werden durch die Bars und durch den Clearingssatz oder Löschungssatz. Der erste Beginn heißt Right and Wrong, Good and Bad. Und das heißt richtig und falsch, gut und schlecht. Und genau das ist die Absicht, dass wir das eliminieren. Das heißt, es gibt nichts Richtiges, es gibt nichts Gutes, es gibt nichts Falsches und es gibt nichts Schlechtes. Ja? Dass wir uns erlauben, alles, was ist, neutral anzusehen. Was ist das? Was mache ich damit? Also einfach eine neutrale Sichtweise. Right and wrong, good and bad. Dann pot and pock. P-O-D und P-O-C. Pot heißt Point of Destruction. Der Punkt der Zerstörung. Das ist der Zeitpunkt, an dem alles, was mit diesem Thema, was man in dem Moment bearbeitet, gekoppelt ist, was irgendwann mal von dir zerstört wurde oder zerstört wurde von jemand anderem und es hat dich mit betroffen. Ja? Also all die Themen, die mit Zerstörung dazu tun haben. Du kannst ein Haus zerstört haben, Geld zerstört haben oder jemand anders hat es verbrannt und. Also alles hat immer mit Zerstörung in dem Moment zu tun, der Zeitpunkt. Und POC heißt POC, der Zeitpunkt der Kreation. Und da ist es so, dass wir immer kreieren. Wir können nicht nicht kreieren. Also das Universum versteht das Wort nicht nicht. Das heißt, wir sind also mit jedem Gedanken Schöpfer. Und wenn du zum Beispiel eine Meinung hast und die nicht sagst, weil in irgendeiner Form Angst da ist vor Repressionen oder wie denken denn die anderen über mich dann? Und du hältst mit deiner Meinung zurück, erschaffst du trotzdem etwas, weil mit der Zurücknahme deiner Energie und dessen, was du in den Prozess reinbringen könntest, eben ein wichtiger Bestandteil fehlt und dann andere etwas kreieren, wo du dann vielleicht hinterher sagst, na, ich habe es ja gleich gedacht, dass das schief läuft. Und somit ist, wenn du schweigst, kreierst du mit, wenn du sprichst, kreierst du mit, wir kreieren immer. Und daher ist es ganz wichtig, wenn wir also ein Thema haben, wo wir etwas zum Beispiel unbewusst kreiert haben, was uns jetzt nicht mehr hilfreich ist, dass wir das mit auflösen durch diesen Satz. Ja? Right and wrong, good and bad, pot and pock. All nine bedeutet, dass wir 9 energetische Ebenen mit diesem Thema dann durchlaufen. All nine, shorts, boys and beyonds sind auch shorts, ist auch nochmal eine 5er-Serie, die durchgeht. Boys sind Sphären, in denen energetische Informationen gekoppelt mit diesem Thema im Raum sind, praktisch wie Seifenblasen, die noch immer existieren, die dadurch zum Platzen gebracht werden. Beyond, Powatz heißt Point of View, Dividing and Defending. Also deine Ansicht, die du entweder verteidigst oder vermeidest auszudrücken. Und das ist auch genau der Punkt, wenn du etwas verteidigst, dann bleibst du in dem Standpunkt drin, dann ändert sich nichts. Und wenn du etwas vermeidest, letztendlich, dann umschiffst du etwas, ja, so nach dem Motto, ah, das kann ich ihm doch jetzt nicht sagen, der wird dann schlecht, ne, darüber denken und so weiter. Und dann vermeidest du etwas und dadurch kreierst du auch wieder etwas. Ja? Und Beyond sind alle Schocks, die wir jemals hatten
Und darüber hinaus das, was wir nicht denken können. Das ist der Clearance-Satz. Right and wrong, good and bad, hot and pock, all nine, shorts, boys, Howards and beyonds. Ich schreibe mal rein. So, jetzt habt ihr den Text. Julia fragt, würde es auch mit deutschen Worten funktionieren? Dieser Satz ist in mittlerweile 24 Sprachen übersetzt. Die Empfehlung von Gary ist, sprich ihn in Englisch. Das war die Ursprungsenergie. Und er wird auch weltweit in Englisch gesprochen. Deswegen verbindest du dich dann mit einer sehr kraftvollen Energiequelle. Selbst wenn du nicht Englisch kannst. Right and wrong heißt es nicht, right and wrong. Dankeschön. Okay. Gut. Dann kommt der nächste Punkt. Und den werdet ihr jetzt lieben, weil das ist der Geldpunkt. Wir machen nur den Geldpunkt hier. Und hier geht es darum, alles, was mit Geld zu tun hat, Geld zu haben oder es nicht zu haben, Geld zu wollen oder es nicht zu wollen, Geld aus dem Fenster zu schmeißen oder zu horten, Geld zu hassen oder zu lieben, egal was. Hier könnt ihr so mit dem Finger senkrecht nach oben gehen. Und zwar, ich zeige es wieder im großen Bild. Ihr nehmt hier auf diesen Punkt an eurem Ohr, legt ihr den Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger so nebeneinander nach oben. Und da ist der Geldpunkt. Da ist der Geldpunkt. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne, so alles so genau zu finden und euch zu kontrollieren. Deswegen kommt nach Frankfurt. Können wir das alle miteinander super machen. Ja, hier ist der Geldpunkt. Hier senkrecht hoch und dann fallt ihr hier praktisch rein. So. Habt ihr den? Und da braucht ihr nur einen Finger draufzulegen. Mittelfinger, Ringfinger, egal. Ja, super. Okay. Gut. Dann rufe ich den mal auf. Ich rufe die anderen gleich mit auf, auch wenn ihr die jetzt nicht haltet. Aber es ist so ein Dreier-Triumvirat. Geld, Kontrolle, Kreativität, Geld, Kontrolle, Kreativität, Geld, Kontrolle, Kreativität, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, Howards and beyonds. Tief durchatmen, loslassen. So, und jetzt erinnere dich an all das, was Geld für dich bedeutet. Es zu haben, es nicht zu haben, es zu wollen, es nicht zu bekommen, immer im Mangel zu sein, wenig Geld zu haben. Und je mehr du darüber nachdenkst, dass du so denkst, desto mehr wird es ja bisher manifestiert, dass es so ist. Also erlaube dir, dass du deine Gedanken jetzt erstmal reflektierst und dann einfach sagst, okay, right and wrong, good and bad, hot and pock, all nine. Shorts, Boys, Howards and Beyonds. Lass alles los, alle Glaubensmuster, alles, was mit Geld zu tun hat. Und erlaube dir, wenn du loslässt, dass du dich dafür öffnest, für das, was du empfangen möchtest, für das, was du empfangen kannst. Alles, was dich daran hindert, zerstörst und kreierst du jetzt. Right and wrong, good and bad. Hot and pock, all nine. Shorts, boys, Howards and beyonds. Und tief einatmen und wieder loslassen. Also mir wurde es ganz heiß. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viel gerade passiert. Petra nickt. Petra, schreibst du rein, was du erlebt hast? Du nickst gerade.
Was waren so die Sensationen? Es war jetzt auch nur ganz, ganz kurz. Da oben wird wieder gegähnt, Augen gerieben. Es wurde sehr warm, genau. Also Hitze bedeutet immer loslassen. Und manchmal ist es im ganzen Körper total heiß. Und auch wenn du jemandem die Bars gibst, dann kann es sein, dass du plötzlich, obwohl der da liegt, total heiß wird. Ja, und hier ist jemand, der musste die ganze Zeit lächeln und der andere musste gähnen und die Ohren wurden heiß. Herrlich. Heftiges Durcheinander und Hitze, Druck im Kopf. Ja, super. Bei viel Geld haben spürte ich eine Blockade. Genau. Genau darum geht's. Super, wenn ihr das merkt, dann halt den Punkt und sagt alles, was ich dort gespeichert habe. Right and wrong, good and bad, hot and pork, all nine, shorts, boys, powers and beyonds. So, ich hatte plötzlich Angst bekommen vor einer Prüfung. Ich musste mich zwingen zu entspannen, dann wurde alles warm. Ja, das kann auch dann auftauchen. Gänsehaut, super. Also ihr seid genial. Ich merke, das hat Resonanz. Dann machen wir jetzt noch, Britta, haben wir noch Zeit? Ja, okay, danke. Dann machen wir jetzt noch den vierten, den ich heute für euch ausgesucht habe. Das haben wir noch nie gemacht. So intensiv. So, und das ist einer, den werdet ihr lieben. Das ist der Alterungstoaster. Warum heißt der Toaster? Weil es hier oben ganz nach innen reingeht, tief zu den Drüsen. Und hier oben, ich habe euch vorhin den Thalamus gezeigt, da oben sitzen ja dann noch die anderen Drüsen und auch die ganzen Hormondrüsen, die über die Zirbeldrüse, Epiphyse, Hypophyse und so weiter gesteuert werden. Und wenn wir den halten, den Toaster sozusagen, dann regen wir eben auch die Verjüngung an und lassen alles los, was wir überliefert bekommen haben in Bezug auf, du musst altern und du wirst mit 40 eine Brille tragen müssen. Und das ist ganz normal, wenn du mit 50 dies hast und jenes und selles. Ja? Also, wir machen den jetzt wie folgt. Ihr stellt euch vor, ihr habt hier diese 1 Zentimeter auseinander eine Linie und da legt ihr einfach die Hände drauf. Ich gehe jetzt mal wieder raus, dann seht ihr das besser. Einfach so alle Finger da drauf. Auch wieder leicht. Ja, in die Mitte, also geh in die Mitte, finde den Scheitel in der Mitte mit beiden Fingern, mit beiden Händen und dann geh einfach ein bisschen auseinander. Ja, Mitte nehmen, tatsächlich die Scheitelmitte, denn die Naht, da tust du alle Finger drauf und dann ziehst du es ein bisschen auseinander. Genau. So geht euch in eine gute Position, wo ihr ein bisschen das halten könnt. Augen schließen, gut durchatmen, tief atmen. Und jetzt rufe ich es wieder auf. Alterungstoaster, 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 Lauf. Right and wrong, good and bad, hot and pock, all nine, shorts, boys, forwards and beyonds. Und alle Überlieferungen, was mit Altern zu tun hat und alle Glaubensmuster, die dir überliefert wurden, warum es wichtig ist zu altern und dass der Körper altern muss und dass der Körper altert und verfällt und dass das alles ganz normal ist, kannst du jetzt von Glaubensmuster her zerstören und unkreieren. Right and wrong, good and bad, hot and pock, all nine, shorts, boys, powards and beyonds. Und wenn da alles abfließt, dann kannst du dir einfach wirklich vorstellen, wie du jung bist, wie du lebendig bist, wie dein Körper sich gut bewegt, wie du einfach ein bewegliches, unendliches Wesen bist, das tatsächlich viel weniger altern muss, als man uns einredet. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, powards and beyonds.
Lässt alles los, alle Überlieferungen, die mit Alter zu tun haben, alle Überlieferungen, die mit in irgendeiner Form mit Alten und Krankheiten zu tun haben. Alles kannst du loslassen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, forwards and beyonds. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und werden dann so langsam die Arme schwer, gell? Okay. So, jetzt ist der ein oder andere bestimmt noch mehr entspannt, denn wenn wir da oben am Kopf arbeiten, dann geht's noch mehr in die Tiefe. Wer hat das gespürt, dass es noch ruhiger wird im Inneren? Ist das jemandem aufgefallen? Einfach nochmal Feedback. Ja, der Krauskopf, immer Krauskopf, schreibt sie da. Immer Krauskopf, schreib was rein, immer Krauskopf. Ja, fast tiefenentspannt, ruhig und sehr müde. Ja, ganz genau. Also wunderbar, ihr habt jetzt heute Abend kribbeln, entspannt, pulsieren, mehr Leichtigkeit, so genau. Wunderbar, extremes Pulsieren in den Fingerkuppen, entspannt. Ja, Klarheit, oh ja, auch schön, wohlig, warm, mehr Raum. Danke, super. Also, ihr habt jetzt vier verschiedene Punkte heute Abend bekommen und ihr habt gemerkt, wie euch das mit etwas mit euch macht. Ja, es macht etwas. Auf jeden Fall entspannt es euch, das habt ihr gesehen. Und in dem Moment, wo es euch entspannt, ist nämlich auch mehr Raum da. Tiefenentspannt und glücklich. Kerstin, ich danke dir. Das hat sich schon der ganze Abend gelohnt. Tiefenentspannt und glücklich. Super. So, das sind also die Bars jetzt erstmal gewesen und ich darf euch einladen, so wie die Britta schon angekündigt hat, mal die Hand zu heben, wer sich für ein individuelles Clearing-Gespräch mal melden möchte. Und ich wähle dann aus, die Britta wird dann für diejenigen, die die Hand gehoben haben, dann das Mikrofon freischalten. Ihr sagt dann, welches Thema du hast. Und dann ich frage dann erstmal, wenn es mehrere sind, die Themen ab. Und dann spüre ich mal, mit welchem Thema, mit welcher Person wir hier heute Abend arbeiten können. Sodass ihr einfach mal seht, unabhängig von den Punkten, wie wir das Thema von Fragen und von dem Clearingsatz einsetzen. Und dazu habe ich zum Beispiel, ihr könnt euch das noch überlegen, euer Thema, zum Beispiel schon vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, was jetzt die zweite neue Auflage hat. Das heißt, kraftvoll Fragen, befreit Leben. Und da stehen zu, muss ich selber im Kapitel nachschauen, zu 13 Kapiteln, mit Fragen, die du stellen kannst, um tatsächlich keine Antwort zu bekommen, sondern den Raum frei zu bekommen, dass neue Impulse zu dir kommen können. Und das sind etwas ungewöhnliche Fragen, die man auch nicht beantworten muss, sondern was bewirken die Fragen? Die Fragen, wenn sich jetzt jemand meldet, die bewirken, dass eine tiefere Energie angesprochen wird, und über eine tiefere Energie eine Blockade gelöst werden kann und sich somit auch wieder, ich sage jetzt mal, eine Zwiebelschicht löst oder das Thema ganz erledigt ist. So, ich habe eine Meldung im Augenblick von einer Annemarie, aber da habe ich kein Bild. Ich müsste immer zwei Teilnehmer hoben die Hand. Das bin ich mit, ne? Also Grazia ist da, okay. Und Annemarie, wenn du mit mir reden möchtest, brauchst du Bild. Genau. Okay. Dankeschön. Gracia, du kannst ruhig deine Hand oben lassen, wenn du auch ein Thema hast. Elisabeth, kannst du unten mal bei den Reaktionen gibt's einen Button, der so aussieht wie oben bei der Annemarie. Den kannst du dann hochnehmen und der bleibt stehen. Na gut, jetzt klatschst du. Das ist auch okay. Ich weiß dann, was du meinst. Darfst jetzt schon klatschen. Rasia, was ist mit dir? Willst du jetzt oder willst du nichts? Okay.
Dann Annemarie, Britta hat dich schon freigeschaltet. Annemarie, was wäre dein Thema heute Abend? Im gewissen Sinne habe ich gerade ein Problem mit den Füßen. Du hast ein Problem mit den Füßen. Ja, Was ist das also für ein Problem? ich habe den Schmerz im gewissen Sinne, denke ich immer, dass ich nicht vorwärts gehe oder die Angst, vorwärts zu gehen. Okay, gut. Okay, danke. Schaue ich mal. Danke. Ich komme dann auf denjenigen zu oder wir machen alles je nachdem. Elisabeth? Ich habe das Problem, kein Geldfluss. Okay, kein Geldfluss. Okay, gut. Und dann haben wir noch die Gracia. Gracia. Grazia. 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 Ich habe das Thema, ach, wie soll ich das erklären? Das sind so Dinge, die passieren. Es läuft alles gut und auf einmal ist so, der Computer läuft nicht, wie als wenn sich irgendjemand einmischt und Störungen verursacht. Ganz extrem. Ja. Da bin ich an der Arbeit und dann funktioniert das nicht. Oder es klingelt, wo ich mich auf was konzentriere. Also wo überhaupt nicht angemeldet ist. Oder ja, also so richtige Störfaktoren. Okay, gut. Schauen wir mal, was wir damit machen. Ja. Deine Hand oben, Grazia. Ja, aber der geht immer wieder Ist okay, alles raus. gut. Okay, aber du weißt schon Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Gut. Okay. So, dann fange ich mal mit der Annemarie an. Rita, machst du die Annemarie wieder frei? Ja, danke. Okay, liebe Annemarie, also, du hast gesagt, du hast irgendwo Angst, vorwärts zu gehen. Ja, als ob ich eine Blockade hätte. Als ob du eine Blockade hättest. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Wem gehört das, was du da spürst an Schmerz in den Füßen? Gehört das dir, gehört es jemand anderem oder etwas anderem? Sag, was als erstes als Impuls hochkommt. Jemand anderem. Okay. Bist du bereit? Alles, was du von jemand anderem übernommen hast, bewusst oder unbewusst, alles, was darunter liegt, alle Implantate, Explantate und alles, was du unbewusst mit dir trägst, zurückzusenden zum Absender mit Bewusstsein. Bist du Ja. bereit? Ja, okay. Jetzt mach mal eins, schau mich mal an. Jetzt nimm die Hände und wir machen dreimal ein Wegwerfen, ja? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, poverts and beyonds. So, wie fühlt sich das jetzt in deinem Körper an? Schwerer, leichter oder neutral? Leichter. Okay. Gut, das ist das Erste. Das heißt, wir haben oftmals Schmerzen, die wir von jemand anderem übernehmen. Viele uns, die hier im Raum sind, sind vielleicht vom Körper her Heiler und wissen es nicht. Und der Körper heilt dann andere und übernimmt Energien. Und somit müssen wir uns erst immer fragen, wem gehört das? Gehört das mir, jemand anderem, etwas anderem? Und dann kannst du das mit 1, 2, 3 zurücksenden zum Absender. Da kommt jetzt aber eins dazu, was wichtig ist, mit Bewusstsein. Wir schicken nicht einfach Müll zurück, sondern wir wandeln das sozusagen die Energie vorher schon um mit Bewusstsein. Wir transformieren und dann kriegt derjenige seine Energie zurück, wem das auch immer gehört. Okay? Vielen Dank. Gerne, Annemarie. Danke. Elisabeth. Ja, okay. Ja, Elisabeth, du sagst kein Geldfluss. Was bedeutet Geld für dich? Freiheit, Wohlstand, Sicherheit, Zufriedenheit. Was, wenn das alles
nichts mit Geld zu tun hat. Was wäre, wenn das alles nichts mit Geld zu tun hat? Verstehe ich jetzt nicht von der Frage her, weil. Also wenn für dich Geld Freiheit bedeutet, dann würde das bedeuten, dass du eine gefangene Person bist, eine gefangene Seele. Wenn für dich Geld Zufriedenheit bedeutet, dann würde das bedeuten, dass du unzufrieden sein musst, wenn du kein Geld hast. Das heißt, es sind alle Dinge gekoppelt mit Geld, die eigentlich in uns vorhanden sind, auch ohne Geld. Also wie viele Lügen, ich sage es mal in Englisch, ob ihr es jetzt versteht oder nicht, ist nicht so wichtig. Wie viele Jails verwendest du, um die Dominanz von IMC-Quadrat in Bezug auf deine Absicht, Geld zu haben oder Geld nicht zu haben, zu kreieren, die du wählst? Alles, was das ist, zerstörst und kreierst du das jetzt? Also ich versuche es. Versuchen geht nicht. Wir können nichts versuchen. Wir können in dieser Realität nur machen oder nicht. Tun oder lassen. Wo sitzt du gerade? Sitzt du gerade, Elisabeth? Ja. Dann versuch mal aufzustehen. Ja gut, dann entweder ich stehe auf oder ich lasse es. Genau. Also streich mal versuchen generell aus eurem Vokabular. Versuchen gibt's nicht. Du machst oder du machst nicht. Und wenn ich eine Frage jetzt stelle, dann bedeutet es einfach, dass es ganz normal ist, wenn das Gehirn die Frage verstehen möchte, die sie nicht verstehen kann. Und das ist die Kunst dieser Fragen, die ich stelle. Die gehen nämlich an dem logischen Verstand vorbei. Und somit können Sie in eine tiefere Ebene eintauchen, die eben jenseits dem logischen Verstand ist. Aber da sitzen die Blockaden. Kannst du das Ja, und nachvollziehen? das Gefühl habe ich eben, dass irgendwo Blockaden sind. Also egal, welchen Weg ich gehe, was ich schon alles versucht habe, es funktioniert nicht. Also, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, spür einfach mal rein, ob du dazu Ja sagen möchtest, egal ob du das jetzt alles verstanden hast oder nicht. Können wir so einen Deal machen? Ja, also nur nach dem Gefühl, oder? Ja, nur nach dem Gefühl, okay? Okay. Welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein kannst du und dein Körper sein, um alle Wahlen, die du bisher gewählt hast, loszulassen, um in die Freiheit zu gehen, ohne abhängig zu sein von einem Geld oder wie viel Geld du hast. Alles, was das ist, zerstörst und umkreierst du das jetzt? Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shots, boys, povers and beyonds. Es kam sehr zögerlich, aber das Wichtige ist, dass du sagst, ja, also alles, was mich daran hindert, will ich zerstören, ja, will ich loslassen. Darum geht's ja. Wenn der Kopf jetzt was nicht versteht, was ich sage, dann Ja. ist wunderbar. Oh ja, aber das habe ich eben gerade wieder versucht, vom Kopf hier noch zu verstehen. Und Ja, dann lass hat es es. einen Moment gedauert. Ja, lass es, lass es. Bei solchen Fragen ist der Kopf überfordert. Okay? So, wie fühlt sich das jetzt im Augenblick an? Schwerer, leichter oder neutral? Etwas leichter. Okay, gut. Dann gebe ich dir eine Aufgabe mit. Willst du die machen? Ja. Schreib dir bitte auf, was Geld für dich bedeutet. Mach dir einen Zettel, könnt ihr alle machen. Schreibt euch auf, was Geld für euch bedeutet. Und dann nehmt ihr jeden einzelnen Satz und zerstört und unkreiert ihn mit dem Clearing-Satz. So nach dem Motto, okay, Geld ist Freiheit. Alles, was das ist, zerstöre und unkreiere ich jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, povers and beyonds. Geld ist Sicherheit. Alles, was das ist, zerstöre und unkreiere ich jetzt.
Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys, poverts and beyonds. Geld ist bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ja? Macht die Liste, werdet euch klar, was ihr überhaupt denkt, weil Geld ist Energie. Das ist das Einzige, was Geld wirklich ist. Geld ist Energie. Und wenn du viel Energie hast, kannst du viel bewegen. Wenn du wenig Energie hast, kannst du wenig bewegen. Ist genauso wie mit deinem Körper. That's it. Nicht mehr und nicht weniger. Okay? Okay. Machst du die Hausaufgabe? Ja, klar. Sicher? Versprochen? Ja, ich habe es schon mehrmals aufgeschrieben. Ich habe also schon öfter versucht, mich damit zu beschäftigen. Versuchen, versuchen, versuchen. Ja. Versuchen. Nein, ich habe es gemacht. Aber okay. Ich habe keine Lösung gefunden oder ich habe es nicht auflösen können. Oder ja. Ja. Also, weißt du, du kannst es dann nicht auflösen, wenn du gleichzeitig erwartest, also wenn ich das jetzt gemacht habe, dann muss morgen das Geld kommen. So funktioniert das Universum nicht. Du darfst erstmal auflösen, dann kannst du schauen, dass du in eine höhere Schwingung kommst und dann gehst du in den Zustand hinein, ich habe alles, was ich haben möchte. Ich habe alles, was ich haben möchte. Und dann spür, dass deine Schwingung sich erhöht. Und dann kannst du fragen, was kann ich heute kreieren, dass noch mehr Geld in mein Leben zielt? Was kann ich heute kreieren, dass ich Umsatz mache? Welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein kann, und welche Magie kann ich sein, dass ich Menschen zu mir in mein Leben ziehe, die mich mit Freude bezahlen? Alles, was das verhindert, zerstören und kreiere ich jetzt. Ja, also, aber es geht um deine Schwingung. Das Universum ist eine Vibrationsmaschine, sage ich jetzt mal. Und wir müssen hoch vibrieren, um das in unser Leben zu ziehen, was wir gerne anziehen möchten. Und durch Frust schwingen wir niedrig und dann kriegst du nichts in die Richtung, die du es vielleicht haben willst. Dann dümpelst du halt auf einer anderen Ebene. Okay? Ja. Danke, Elisabeth. Ich danke dir. Gerne. Grazie. Hallo. Mache ich was ganz Verrücktes. Oh ja. Seid ihr bereit? Alle kriege ich die Erlaubnis von der Britta und von allen hier im Raum, was ganz Verrücktes zu machen. Okay. Grazie. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, dann geh wirklich nur über deine Intuition, okay? Über das, was du bekommst innerlich. Wahrheit sind Entitäten bei dir. Ja. Wahrheit wie viele? Drei. Puh. Danke. Wahrheit. Was ist der Grund, bei Grazia zu sein? Du musst nichts antworten. Wahrheit, wer war dir davor? 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 Wahrheit, wer werdet ihr in Zukunft sein? Nehmt all euer Gepäck und all eure Einprägungen mit euch. Freibang, gut, bei Popok, online, Just Voice, Provers und wieder. Wie fühlt es sich an? Leichter, schwerer oder neutral? Freier. Frei. Frei. Ja. Danke, das war's. Danke. So, ein interessanter Abend. Jetzt können wir noch, Britta, was machen wir jetzt noch? Offene Frage und Antwort oder was hast du geplant? Wunderbar, das war jetzt ein spannendes Finale. Du hast dich gesteigert bis zum Ende. Ich glaube, wir sind jetzt alle platt. Und auch ein bisschen, ja, angefixt, ja, auf die Methode. Das macht neugierig, was alles da noch sich versteckt. Da hat sicher der ein oder andere nicht mit gerechnet. Und ich würde euch allen raten, schaut euch speziell nochmal hier das Ende mit den Übungen an. Macht's nochmal mit.
Und vertieft das, was ihr heute erlebt habt, gebt es euren Freunden, teilt es mit euren Freunden, die Aufzeichnung, morgen Abend habt ihr sie. Und wenn dann der Impuls kommt, jetzt geht's los nach Frankfurt, ich will das ganz und gar lernen und anwenden und die schönen Früchte ernten, dann seid ihr willkommen. Wir haben Beate zwar mehrfach im Jahr zu Gast, aber das ist der letzte Kurs in diesem Jahr und da gibt es noch freie Plätze. Und da solltet ihr euch jetzt auch schnell melden, weil sonst dauert es wieder bis zum Frühjahr, bis die Chance kommt. Und wenn man so schnell sich helfen kann mit dieser Technik, du hast es bei dir selbst erlebt, liebe Beate, und hast uns erzählt von deiner Genesung und jetzt noch das Geldthema oder wenn man eben andere Störfelder hat, also. Da sollte eigentlich jetzt gar nichts mehr fehlen und das Geld manifestieren wir spätestens jetzt, dass auch der Kurs bezahlt werden kann. Meldet euch bei uns. Ich mache noch mal heute Abend hier in den Chat. Da könnt ihr noch mal schauen, den Kurs rein, damit ihr noch mal ein bisschen hier lesen könnt. Kopierten euch aus dem Chat, aber er kommt auch morgen noch mal in der Mail. Ansonsten denke ich, sind wir jetzt am Ende des Abends. Am 3. Dezember ist er, glaube ich, gell? Schon ganz bald. So, zack, da ist er. Jetzt Ja. könnt ihr draufgehen. Und es ist der 16. Dezember Genau. von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Genau. Ja. Und ich mache nicht viel Pause, sondern wir arbeiten. Power, Power, Power. Wir arbeiten, wir lösen auf und ja. Ja, Genau. wenn es euch gefallen hat, gebt ein Feedback hier rein. Freut mich, wenn wir das sehen. Und ich freue mich, wenn ich euch in live sehe, Genau. was arbeiten können miteinander. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Vielen Dank, Britta. Danke. Schönen Abend.